Und dann übergebe ich jetzt an Jara Hoffmann. Viel Spaß. Wunderbar, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Diskussionsveranstaltung der Allianz der Freien Künste unter dem Motto, kurz und knapp, wir müssen reden. Und 3 Wochen vor der Bundestagswahl ist es auch höchste Zeit dafür. Wir wollen deshalb in den nächsten 3 Stunden auch einige Fragen klären, Antworten darauf finden, wie ernst die Politik Kunst und Kulturschaffende nimmt. Und gerade nach sehr extremen 1,5 Jahren ist es dafür auch wirklich höchste Zeit. Deshalb nutzen Sie die Chance, wie Lena auch gerade schon sagte, stellen Sie die Fragen, trauen Sie sich zu diskutieren und hier bei uns mit dabei zu sein und stehen Sie für sich ein. Eine Sache noch zum Ablauf. Wir werden so nach unserer ersten Diskussionsrunde dann 20-minütige Talks haben mit den einzelnen Politikerinnen und der entsprechenden Parteien. Und dann am Ende machen wir nochmal eine Abschlussrunde mit allen. Also nochmal, nutzen Sie die Gelegenheit, bringen Sie sich ein und stellen Sie Fragen. Und jetzt viel Spaß. Für unsere erste Runde, Sie sehen es ja alle schon, haben wir mit dabei Carsten Broster von der SPD und Lena Krause von der Allianz der Freien Künste. Carsten Broster, Sie sind in Hamburg Senator für Kultur und Medien und Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste und Geschäftsführerin von FREO, der Vereinigung Freier Orchester und Ensembles in Deutschland e.V. Ich würde sagen, wir starten direkt. Wir haben verschiedene Thesen formuliert, genauer 3, zu denen Sie beide jetzt hier diskutieren können und danach haben wir noch Zeit eben für Fragen. Herr Broster, ich würde sagen, ich starte mit Ihnen mit der These 1. Ich gebe die mal so in den Raum und dann dürfen Sie darauf antworten und danach darf dann gerne auch Lena ran. Projektförderung fördert vor allem Ausbeutung und Dumpinghonorare. Dabei schaut der Staat bzw. die Staatskasse seit Jahren weg. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt, ja? Ich hoffe nicht, ja, zu hören. Genau. Der Host erlaubt Ihnen nicht, Ihre Stummschaltung aufzuheben. Das ist aber so konnte die These. Was das für ein Zeichen bisschen, ist, ja? Ja. Genau, so konnte die These dann noch ein bisschen wirken und nachhallen. Das ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Also erstmal freue ich mich, da dabei sein zu dürfen und zu diskutieren und sagen, auch solchen Fragen nachzugehen, weil natürlich ist an dieser These was dran. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie 1:1 und 100% stimmt, weil wir natürlich in den letzten Jahren angefangen haben, sozusagen über Mindesthonorare, über Ausstellungsgagen und über andere Dinge auch tatsächlich zu arbeiten und die auch zum Gegenstand von Förderkriterien zu machen. Aber lange Jahre war das nicht der Fall. Und es war in der Tat lange Jahre bei Projektförderanträgen nachgerade üblich, dass man die Arbeitskraft sagen der beteiligten Künstlerinnen und Künstler schlicht nicht mit in die Betrachtung der Kosten des Projektes genommen hat. Und es ist immer noch, muss man sagen, so sehr in allen Beteiligten drin, dass wir als Behörde in Hamburg zum Beispiel regelmäßig Förderanträge nochmal zum Überarbeiten zurückgeben, weil wir sagen, ihr habt eure Leistung dort nicht ausreichend bepreist. Das muss aber sein, damit wir sie überhaupt beantragungsfähig machen können, weil wir mittlerweile uns eben an die Hinweise zu Mindesthonoraren, Mindestgagen und dergleichen dann auch halten. Das heißt, da haben wir wirklich alle miteinander einen Umdenkensprozess, der natürlich durch die Art und Weise der Strukturierung von Projektförderung in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt worden ist, zu leisten. Und es ist völlig klar, dass wir ganz, ganz zügig da landen müssen und ehrlicherweise am einfachsten dadurch, dass man sich als öffentliche Hand und als Auftraggeber und als Zuwendungsgeber schlicht in die Lage versetzt durch Rahmenbedingungen für die eigene Förderung, dass man gar nicht anders kann, als entsprechend auch zu honorieren. Das sind dann immer noch Honorare, wo in anderen Branchen Menschen gar nicht aufstehen würden zum Arbeiten. Das sozusagen ist dann der nächste Schritt. Aber wir sind momentan beim ersten Schritt noch, dass es teilweise überhaupt nicht mit in die Gleichung genommen wird. Mit so schönen Argumenten wie, ja, aber ihr habt doch dann eine Ausstellung. Und das ist doch auch toll. So, wo ich dann einfach sagen muss, nee, das alleine ist es jetzt nicht. Sondern es geht dann tatsächlich auch darum, an dieser Stelle auch die Ausstellung zu honorieren. Das wird aber ein Prozess des wirklichen, sozusagen systematischen Inkludierens dieser Honorare und dieser Arbeitskosten auch in die Projektförderung. Und das müssen wir uns als Staat zur festen Aufgabe machen, dass das überall berücksichtigt werden muss. Ja, das ist jetzt eine Aussage, die wir von der Allianz der Freien Künste unterstreichen können. Also es ist super, dass wir jetzt sehen, in Hamburg hat da ein Umdenken stattgefunden oder findet ein Umdenken statt. Die Problematik, die wir natürlich sehen und auch als Allianz der Freien Künste, die 19 Bundesverbände vereint, ist natürlich auch einmal die Frage, wie kann es denn dann gelingen, dass dieser Prozess, der in einzelnen Bundesländern, in NRW auch langsam anfängt, dass der auch bundesweit anfängt? Da stellt sich dann vielleicht auch eine Frage von Verantwortung von Bund und Ländern. Wo kann man wie steuern? Wo kann man wie nachsteuern? Aber es ist eine riesige Problematik,
insbesondere auch mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme, weil wenn das Einkommen schon schlecht ist, wie soll dann vorgesorgt werden in einem System, wo es sozusagen, wenn du mehr verdienst, dann kriegst du am Ende ja auch raus, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Altersvorsorge schauen. Und gleichzeitig stellt sich da bei uns aber auch noch eine andere Frage, weil das Lernen sozusagen eine Arbeit, eine künstlerische Arbeit einzupreisen, ist das eine. Ich persönlich finde, dass man da auch in unsere Ausbildungsinstitute gucken muss, weil Künstlerinnen und Künstler lernen im Studium nicht, wie sie Honorare verhandeln, wie sie Honorare ansetzen sollten. Und zweitens müssen wir, finde ich, auch noch weiterhin darauf gucken, welche Aufgaben gehören denn bei einem selbstständigen Künstler dazu, die nicht konkret mit Projektbeginn und Projektende, der im Zuwendungsbescheid verfestigt ist, zusammenhängen? Wie viele Arbeiten haben wir, die eigentlich unbezahlt sind, weil es unsere Projektförderung nicht abbildet? Und da stellt sich dann für uns eben auch die Frage, wie können wir die Förderstrukturen weiterentwickeln? Also weiterentwickeln von einer Projektförderung, die das künstlerische Ergebnis, sagen wir mal, im Fokus hat, hin zu Förderstrukturen, die auch in die Nachhaltigkeit gehen. Nachhaltigkeit darin, dass alle Arbeitsbestandteile, die zu selbstständiger Tätigkeit dazugehören, auch irgendwie finanziert werden. Ja, spannende Frage. Also bin da ganz bei Ihnen erstmal bei der Frage, dass eine soziale Absicherung auf Dauer nur gelingen kann, wenn auch sozusagen das Grundeinkommen, das dabei erwirtschaftet wird, so ist, dass man klarkommt und sonst bin ich eben am Ende doch dann auf sozusagen die Existenzminimumsicherungssysteme angewiesen, was sicherlich sozusagen die zweitbeste Variante ist, vor allem für Menschen, die regelmäßig arbeiten. Da muss man auch schon gucken, dass auch Ideen, die wir bei Erwerbsarbeit sozusagen in Normalarbeitsverhältnissen haben, die was mit Mindestlöhnen und dergleichen zu tun haben, sozusagen hier nicht vollständig aus dem Blick verlieren, weil man sagt, es sind ja alle so toll intrinsisch motiviert. Eine Diskussion, sozusagen eine Argumentation, die einem ja immer noch begegnet an der Stelle. Das Zweite, die zweite Frage war ja, wie gehen wir damit um, dass wir sagen, das bundesweit hinbekommen? Ich glaube tatsächlich, wir haben dadurch, dass wir in den Ländern in den letzten Jahren die Kulturministerkonferenz geschaffen haben, also damit auch einen eigenen Diskussionszusammenhang sagen, der politischen Ebene, der ja vorher nicht da war, weil wir in der sozusagen immer nur in der KMK saßen und die KMK sich zu 95% mit Schule beschäftigt hat und Kultur dann irgendwie beim Aufstellen der Tentativliste für Welterbebewerbungen nochmal eine Rolle spielte, aber sozusagen selten sonst in den Plenardebatten wirklich eine Rolle gespielt hat. Da haben wir die Chance, jetzt was zu machen und auch gemeinsam miteinander auf solche Themen zu gucken und die zu vereinbaren. Und was ich ein bisschen schade fand, war, wir haben in dieser Legislaturperiode, und ich habe ja den Koalitionsvertrag 2017, also 18 war es ja, die haben wir so lange gebraucht, 2018 mitverhandeln dürfen, wollten wir ja einen Bericht machen zur sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Der ist ja dann auch als so eine Art Sekundärquellenerhebung über den Deutschen Kulturrat gemacht worden. Aber dass jetzt eine politische Debatte sich dann an diese Erhebung angeschlossen hat, was für Instrumente wir denn brauchen, um dort dann auch tatsächlich soziale Lebenslagen von Künstlerinnen und Künstlern zu verbessern, ist ja leider nicht passiert. Das heißt, man hat diesen Bericht entgegengenommen und hat dann gesagt, okay, so ist das, das ist ja schade, und hat ihn ins Regal gestellt. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen eine regelmäßige Berichterstattung darüber, wie diese Lagen sind, und wir müssen auf der Grundlage dieser Berichterstattung auch daran arbeiten, dass sich dort sozusagen Lagen verbessern. Und das geht natürlich über so eine politische Bewusstseinsbildung, die dann Entscheidungen nach sich zieht, auch nochmal leichter. Und natürlich sind am Ende die Länder selber in der Verpflichtung oder auch die Kommunen, je nachdem, ihre eigenen Förderprogramme zu bauen. Das kann man auch nicht bundesweit harmonisieren, aber wir können den Austausch weiter forcieren. Und zwar über die Kulturministerkonferenz hinaus. Sagen, die SPD schlägt ja in ihrem Wahlprogramm ein Kulturplenum vor, das im Prinzip alle, die fördern, mal an einen Tisch holt, um gemeinsam Standards der Förderung zu entwickeln, damit man sich auch nicht wechselseitig kannibalisiert. Ich halte das für wesentlich, dass wir das miteinander machen. Da geht es noch um mehr Sachen als nur um die Frage, welche Mindeststandards habe ich. Da geht es auch darum, passen eigentlich Bundesländer und Kommunalförderprogramme zueinander oder kommen die in den falschen Reihenfolgen und es werden Dinge gefördert, dann kommt danach der mit dem größeren Topf. Die besten Projekte sind aber schon im kleineren Topf drin, deswegen dürfen die nicht mehr beantragen. Die Projekte, die beim kleineren Topf durchgefallen sind, kriegen jetzt die große Förderung, obwohl die Jurys auf Landesebene gesagt haben, die anderen waren besser. All diese Beispiele kennen wir ja zu Genüge, wo man sagt, das greift nicht gut ineinander und das müssen wir anders zusammenbringen. Da haben wir, glaube ich, eine Menge zu sortieren, wie das dann sozusagen an der Stelle auch gelingen kann, dass wir da zu einem besseren Ineinandergreifen der Strukturen dann kommen müssen. Und was wir dabei nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist die Gefahr,
dass natürlich in einer Übergangsphase es so sein kann, und das war ehrlicherweise auch in Hamburg so, als wir mit Mindestgagen beispielsweise sagen, bei den freien darstellenden Künsten angefangen haben. Das haben wir im ersten Jahr gemacht, ohne dass wir den Förderansatz erhöht haben. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger Projekte fördern können. Die waren dann ordentlich ausfinanziert und konnten erst dann in der nächsten Haushaltsrunde den Haushaltsansatz entsprechend anpassen. Das heißt, dass im Umkehrschluss ja auch, wenn weniger Haushaltsmittel da sind, ich sage, das, was gefördert wird, muss aber ordentlich durchfinanziert sein, verringert sich die Zahl der Förderoptionen. Das ist in der Situation, in die wir jetzt ein Stück weit hineinlaufen nach Corona, wo ja alle sozusagen ein bisschen bang auf die Staatshaushalte gucken und sich fragen, wie viel Geld ist eigentlich da und wie kann man das einsetzen und wofür wird es eingesetzt, sicherlich auch ein Themenfeld, das man mit in den Blick behalten muss. Ich würde gerne an dieser Stelle ganz kurz mal eine Frage einschieben, bevor wir gleich zur zweiten These kommen, die anschließt an das, was Sie auch gerade gesagt haben. Wir haben eine Frage von Stefan. Wie kann man diese nützlichen Erkenntnisse im Bereich der Kulturpolitik dauerhaft mit der Sozialpolitik vernetzen, die Solo-Selbstständigen oft nicht auf dem Schirm hat? Also tatsächlich, indem wir die Debatte dazwischen fördern. Also es sind ja zwei unterschiedliche Regelungssysteme, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Was man machen muss in den sozialen Systemen ist zum einen, dass wir sicherstellen müssen, und das kann man gar nicht oft genug sagen, man muss auch immer wieder jederzeit jedem auf die Finger klopfen, der wieder mal was anderes vorhat, dass sozusagen eine derartige Errungenschaft für die Künstlersozialkasse erhalten bleibt. So, dass, also dieses Defensivspiel ist das erste im sozialpolitischen Bereich, was ich schaffen muss. Und was wir dann schaffen müssen, ist, und dafür liegen, ich glaube, da hilft eine entsprechende Berichterstattung über die sozialen Lebenslagen von Künstlerinnen und Künstlern, die ähnlich wie ein Armuts- und Reichtumsbericht auf Bundesregierungsebene dann auch im Kabinett behandelt werden muss, und sagen an dieser Stelle auch weiter, ist natürlich vor allen Dingen die Frage, wie gehe ich damit um, dass wir in unserer Sozialversicherungssystematik für Selbstständige derzeit nur sehr, sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich gegen Einkommensausfälle zu versichern. Weil man so eine bestimmte Form von Freiberuflichkeit im Blick hat, bei dem man sagt, die brauchen das auch gar nicht. So, aber wir haben sozusagen strukturelle Freiberuflichkeit, strukturelle Soloselbstständigkeit in breiten Teilen sozusagen des künstlerischen Umfeldes, übrigens nicht nur bei den Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch bei den sozusagen die Künstlerinnen umgebenden Tätigkeiten, die ja noch stärker wachsen als die kunstbezogenen Tätigkeiten selbst. Vermittlung und Kommunikation um Kunst herum ist ja, wie wir aus den Berichten der letzten Jahre auch wissen, das noch viel stärker wachsende Feld. Also sagen, dort haben wir häufig strukturelle Selbstständigkeit, die aber sagen, es nicht erlaubt, aus den laufenden Kosten die Rücklagen zu bilden, mit denen ich dann die Phasen ohne Einkommen überbrücken kann. Und da eine Öffnung der sozialen Sicherungssysteme hinzubekommen, um erstmal eine freiwillige oder, das wird dann zu diskutieren sein, mal auch eine Pflichtversicherung hinzubekommen, die dann auch es ermöglicht, eine sozusagen Versicherungsleistung in Anspruch zu nehmen, wenn gerade kein Einkommen generiert wird, halte ich für wesentlich. Die Debatte ist ja nicht neu. Die haben wir ehrlicherweise das erste Mal intensiv in den sozialen Sicherungssystemen geführt, als Sascha Lobo und Co. dieses Buch Wir nennen es Arbeit publiziert haben. Das ist jetzt irgendwie 15 Jahre her. Und damals waren beide Seiten aber noch nicht mehrheitlich bereit, das zu tun. Weder die Sozialstaatsverfechter, die sozusagen auf die ganzen hehren Ziele der sozusagen der Erwerbsarbeit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter geguckt haben, aber auch viele in den neuen kreativen Berufen nicht. Weil die auch gesagt haben, warum soll ich mich denn hier binden in solche starren Systeme? Ich glaube, da sind wir alle durch die Erfahrung der Pandemie weiter und es wäre das Mindeste, dass wir das auch entsprechend als Learning mitnehmen. Ich weiß, dass die Gespräche darüber schon laufen. Das Bundesarbeitsministerium hat dazu erste Workshops gemacht, hat die auch unter Beteiligung einiger Verbände gemacht, die Solo-Selbstständige betreffen, hat einen starken Fokus auf Künstlerinnen und Künstler dabei auch gelegt. Und ich bin sehr sicher, dass das in der nächsten Legislaturperiode kommen wird. Wie gesagt, die Vernetzung muss dann stattfinden über eine solche Berichterstattung, die tatsächlich auch im Kabinett diskutiert wird und dann auch zu Konsequenzen führt, die man dann zwischen Bund und Ländern gemeinsam wieder übersetzen muss. Aber wir haben durch diese gebrochenen Zuständigkeiten da eine Situation, wo man nicht einfach nur sagen kann, die zwei Minister müssen sich verstehen, dann läuft's, sondern das ist etwas komplizierter. Aber es ist machbar, wenn alle es wollen. Jetzt passt vielleicht auch noch ganz kurz die Frage, die Stefan vorher schrieb. Er meinte, vielleicht ist es anders angepasst, doch besser, aber ich glaube, es ist hier doch nochmal angebracht. Ist die KMK nicht eine Lame Duck bei der Behandlung sozialer Fragen, wenn nicht eine Vernetzung mit der Sozialpolitik gelingt? Das hängt davon ab, bei welchen sozialen Fragen. Sie hat keinerlei, logischerweise als Länder, sagen Institution, keinen eigenen Zugriff auf die sozialen Sicherungssysteme, weil die Bundesgesetzgebung sind. Aber sie kann natürlich eine Debatte darüber fokussieren und sie kann
da, wo sie was tun kann, ist die Frage, in eigener Förderzuständigkeit dafür sorgen, dass Einkommen so hoch ist, dass es plausibler ist, sich abzusichern. Übrigens auch plausibler ist, dass Einkommen so generiert wird, dass man, das war das, was ich vorhin eigentlich noch was ich vergessen hatte zu sagen, diese Frage, ich habe Projektförderung deckt aber nicht 365 Tage im Jahr ab. Wie löse ich das? Heißt das jetzt, dass ich dann daraus quasi doch eine Dauerförderung für Individuen mache? Schwierige Geschichte, würde ich sagen. Oder muss die Projektförderung so sein, dass sie auch sozusagen so viel generiert, dass ich damit auch die Phasen außerhalb der Förderung noch bestreiten kann? Das ist ja die andere Alternative, die ich wählen kann, die bei Freiberuflern ja durchaus auch gängig ist, dass ich einfach so viel, also relativ gesehen mehr verdiene, um auch die Zeiten ohne Aufträge dann überbrücken zu können. Den Teil können Länder und Kommunen aus eigener Kraft stemmen. Und dann müssen wir gegebenenfalls auch laut und deutlich vernehmbar auch sozialpolitische Fragestellungen auf die politische Agenda heben aus dem Länderkreis heraus. Und das können wir auch im Schulterschluss mit den Verbänden. Und dafür kann die Kulturministerkonferenz durchaus auch einen Resonanzraum liefern, der dann dabei hilft, solche Themen zu verstärken. Ich würde gerne jetzt mal die zweite These in den Raum werfen. Die öffentliche Hand als Träger von Kulturinstitutionen wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das war schon die Frage. Das ist die These. Die These. Keine Begründung. Das als Träger, sagten Sie. Nicht als Zuwendungsgeber, sondern als Träger. Als Träger von Kulturinstitutionen, genau. Das glaube ich. Also der Aussage würde ich in der apodiktischen Formulierung widersprechen. Also im engeren Sinne, wenn ich mir angucke, was wir als Träger gemacht haben, und ich bin ja sozusagen im Nebenehrenamt auch noch Präsident des Deutschen Bühnenvereins und damit ja sozusagen für einen Teil dieser Institutionen zuständig, was wir dort an Sicherung der Strukturen und der Institutionen in der Pandemie geleistet haben, was ihre Finanzierung angeht, glaube ich, sozusagen standen diese Institutionen auch aufgrund des Engagements ihrer Träger in der Pandemie sicher da zu Zeiten, zu denen viele, die freiberuflich und privatwirtschaftlich unterwegs waren, weder ein noch auswussten. Und das hat was damit zu tun, dass der Staat da sehr wohl seine Trägeraufgabe sozusagen genutzt hat. Wir haben dann sogar, da gab es, wenn Sie das meinen, mit Blick auf die Schnittstelle zu den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in viel, viel, viel Überzeugungsarbeit und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in den einzelnen Ländern und Kommunen auch dafür gesorgt, dass auch die Institutionen durch ihre Träger befähigt wurden, ihrer Verantwortung gegenüber freien Künstlerinnen und Künstlern gerecht zu werden. Das hat manchmal etwas mehr Anlauf gebraucht, weil an der einen oder anderen Stelle die Finanzpolitiker fanden, dass man das Geld da jetzt nicht ausgeben muss. Das hat aber am Ende dann doch fast überall geklappt und teilweise, wenn ich auf Hamburg gucke, auf Berlin gucke und auf andere auch sehr schnell geklappt, dass wir gesagt haben, zahlt Ausfallhonorare, natürlich decken wir die ab durch unsere Zuwendung. Ich glaube, das hat bisher funktioniert. Wir haben meistens so eine Asynchronität, die sich ergeben wird bei der Pandemie, dass während der konkreten Krise die staatlichen Einrichtungen ordentlich dastehen und besser und leichter durchkommen als die sozusagen Freien und sich das nach der Krise, wenn wir an die sozusagen Aufräumarbeiten in den Haushalten gehen, sozusagen zu drehen droht, weil dann sozusagen das ja an Prekarität gewohnte freie Arbeiten, jetzt kann man, also wertfrei gesprochen, ich finde es nicht gut, dass es an Prekarität gewohnt ist, aber es ist so, häufig leichter wieder auf die Beine kommt, während dann die Institutionen mit den Sparrunden in den Kommunalhaushalten zu kämpfen haben. Das heißt, wie die Frage ausgeht, werden wir in ein, zwei Jahren nochmal diskutieren müssen, ob das, was wir jetzt in München erleben, sich auch anderswo noch sozusagen fortsetzt, dass wir tatsächlich derartig deutliches Absenken kommunaler Zuwendungen für die staatlich getragenen Häuser liefert, sozusagen abbilden wird, oder ob wir da als Gesellschaft die Kontenance wahren, zu sagen, bei der Kultur, die so überproportional getroffen worden ist von den Folgen der Pandemie, darf jetzt einfach nicht gespart werden. Punkt. Ich würde gerne das jetzt weitergeben, weil wir haben jetzt 9 Minuten noch. Ja. Lena, wir haben noch eine These und noch eine Frage bislang. Vielleicht kommt ja auch noch mal was rein. Das heißt, es wird knackig. Also an Sie beide gerne kurz und knapp antworten auf alles, was jetzt kommt. Lena, ich würde das aber gerne noch an dich weitergeben. Ne? Die öffentliche Hand als Träger von Kulturinstitutionen wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Herr Broster sagt, würde er so nicht unterschreiben. Was sagst du? Es ist natürlich spitz formuliert, aber in vielen Bereichen würde ich es tatsächlich unterschreiben. Und ich muss sagen, auch, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Ausfallhonorare. Also allein, wie Sie es formuliert haben, dass da so viel Überzeugungsarbeit notwendig war, insbesondere bei den FinanzpolitikerInnen, finde ich wirklich erschreckend. Weil, ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen, das muss ich uns allen hier nicht sagen, wenn das Einkommen bei den freien KünstlerInnen nicht reinkommt, das ist
alles weggebrochen von heute auf morgen. Und teilweise wurde quasi auch die Verantwortung dafür, dass man das Einkommen irgendwie bekommt oder wenigstens einen Anteil eines Honorars quasi privatisiert und in die Verantwortung des einzelnen Künstlers verschoben, jetzt dafür kämpfen zu müssen, dass ein Ausfallhonorar gezahlt wird. Und an vielen Stellen sind bis heute keine Ausfallhonorare geflossen, obwohl es die Träger, die Subventionsgeber eigentlich möglich gemacht hätten. Es ist so viel Diskussion, was damit entsteht, eine zusätzliche, sage ich mal, Belastung der Künstlerinnen und Künstler, wo man ja eigentlich wirklich sagen muss, es ist eine unverschuldete Krise. Und wie kann es sein, dass man FinanzpolitikerInnen oder auch andere EntscheidungsträgerInnen überzeugen muss, dass an Selbstständige, die engagiert werden, jetzt Ausfallhonorare gezahlt werden, insbesondere halt in Organisationen, wo es eine öffentliche Subvention gibt, eine Dauerförderung. Gerade dort hätte man, glaube ich, sehr, sehr viel Notlage auch echt weniger vereinzeln können und weniger auf die anderen staatlichen Hilfsmaßnahmen verschieben können. Da muss Herr man Broster, es tut mir leid. Ja, ein Satz nur, die Verträge so gestalten, dass das hergibt. Das Problem war ja, die dort zu zahlen, wo der Vertrag es nicht hergibt. Letzter Satz, auch das müsste man, dann wäre die Fragestellung, das kommen wir, glaube ich, in die nächsten Panels noch dazu, ob es möglich ist, Ausfallhonorare vertraglich, also als gesetzlich auch zu verankern. Weil das ist auch wieder eine Privatisierung. Welcher Künstler ist in der Verhandlungsmacht zu sagen, da muss ein Ausfallhonorar rein, sonst spiele ich nicht. Das passiert so, ja auch. Letzter Satz liegt jetzt bei mir. Ich hau hier mal rein. Wir kommen später nochmal dazu. Wir haben noch verschiedene Runden und wir haben noch die Abschlussrunde. Und ganz sicher wird es genau da auch nochmal um dieses Thema gehen, gerade um die vertragliche Verankerung. Wir haben aber für die letzten 6 Minuten noch eine These und eine Frage. Und ich würde so gerne die Frage auf jeden Fall noch mit reinbringen. Von Bea Kisslinger. Dreht sich auch um die Pandemie, aber eben auch um eine zukunftsweisende Richtung. Und ich glaube, das ist uns allen gelegen, dass wir darauf schauen. Wir sind ja in dieser Pandemiekrise recht neue Wege gegangen, schreibt sie. Die Verbände der verschiedenen Kunst- und Kreativformen wurden in die Gestaltung der Förderung einbezogen und es wurde anerkannt, dass aktuell Förderinstrumente angepasst werden müssen. Stichworte, stipendienartige Förderung, KünstlerInnenförderung etc. Wie kann es gelingen, einige der neuen Förderinstrumente über die Pandemie hinaus zu übernehmen und zu stärken? Vor allem, wie sehen nächste Schritte aus, um Kunst- und Kulturschaffende als wichtige LeistungsträgerInnen dieser Gesellschaft und Demokratie angemessen zu honorieren und sozial abzusichern. Kurz und knapp, Herr Broster, das Wort liegt bei Ihnen. Kurz und knapp, das ist eine Monsterfrage. Also, weiß. Also alles richtig, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich glaube, Punkt 1 ist, nicht wieder in die Routinen zurückzufallen von vor der Pandemie, sondern diese Nähe, die wir in den letzten 1,5 Jahren erarbeitet haben, auch das gemeinsame Entwickeln und Abwickeln von Förderprogrammen beibehalten, miteinander vorher sprechen, wie das aussieht. Soziale Absicherung, habe ich gesagt, wir brauchen vor allen Dingen sozusagen die Integration der Lebenslagen von Künstlerinnen und Künstlern in die sozialen Sicherungssysteme dort, wo es noch nicht der Fall ist. Stichwort Versicherung gegen Einkommensausfall. Und drittens, ja, eine weitere Stärkung der nicht institutionellen Förderungen, die wir haben im Bereich der freien Szene, mit Blick auf solche Fragen, nicht nur sozusagen, also Stipendien sind das eine. Ich habe aber auch die Frage Befähigung zur Recherche, Wiederaufnahmeförderung, Repertoirebildung im freien Bereich und vieles mehr, die seit Jahren auf der Agenda stehen, wo wir jetzt wichtige Schritte gegangen sind. Und der entscheidende Punkt dafür wird sein, dafür zu sorgen, dass wir in den kommunalen Haushalten, die davon maßgeblich betroffen sein werden, weil das wird der Bund nicht leisten können, die sozusagen Finanzkraft herzustellen und zu sichern, dass man das weiterhin sozusagen auch sicherstellen kann. Das heißt, der Bund muss sich strukturbildend darum kümmern, dass Kommunen und Länder über das Geld verfügen, ihrer Aufgabe nachzukommen und nicht sozusagen ersatzweise da reinzugehen. Und dabei kann unter anderem auch eine Debatte über sowas wie sozusagen Kultur als Staatsziel helfen, weil es vielleicht auch den Hinweis gibt in die gesamte Landschaft hinein, dass das eine Dimension ist, die besonders wichtig ist. Ich wäre sehr dafür, dass wir das umsetzen. Herzlichen Dank. Ich würde gerne zur letzten These kommen. Und Lena, da fange ich mit dir an. Den von der Allianz der Freien Künste geforderten runden Tisch Kultur wird es nicht geben. Hier muss ich natürlich widersprechen. Wir sind ja bei der Allianz der Freien Künste auch immer, egal was ist, optimistisch, kämpferisch gestimmt. Die Forderung des runden Tisch Kultur, das ist tatsächlich auch eine Forderung, die schon in unserem allerersten Wahlhearing 2018 entstanden ist und dort hergekommen ist. Und Herr Broster hat es ja gerade gesagt, die SPD hat ein Kulturplenum in ihrem Wahlprogramm verankert.
Es gab jetzt auch von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion neulich mal einen digitalen Rundentisch Kultur. Erste Anzeichen deuten sich ab, dass wir da doch irgendwie näher zusammengerückt sind und der Bedarf hoffentlich erkannt wird. Und wir sind da optimistisch und bleiben da weiter dran, weil wir positive Signale kriegen. Die Frage für uns ist dann natürlich, wie gestaltet sich der? Und die ganz wichtige Frage ist, kann es auch gelingen, dass der ressortübergreifend auch mal agiert? Also nicht immer, aber dass von vornherein auch klar ist, in so einem runden Tisch müssen viele, viele verschiedene Kulturverbände an einen Tisch, aber es müssen bitte auch nicht nur die KulturpolitikerInnen an einen Tisch, sondern auch einmal die SozialpolitikerInnen oder einmal die FinanzpolitikerInnen oder einmal die WirtschaftspolitikerInnen, damit wir sozusagen auch die Kulturpolitik mal aus dem in die anderen Ressorts mehr reinkriegen und mehr Verständnis dafür bekommen, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten und was das dann eben heißt für eine soziale Absicherung. Also wir sind optimistisch gestimmt und bleiben da auf jeden Fall weiter dran. Herr Brosser? Also optimistisch bin ich an der Stelle auch. Für Hamburg kann ich sagen, wir haben jetzt nicht den einen runden Tisch, aber so viele unterschiedliche Kommunikationszusammenhänge in den letzten anderthalb Jahren geschaffen, dass wir die beibehalten werden. Weil das nur so geht. Nur so kann man wirksam Förderpolitik gestalten. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dem letzten Absatz, von wegen, dann laden wir auch noch alle anderen dazu. Das führt nämlich dann wieder dazu, dass, umgekehrt würde die Wirtschaftspolitik nie auf die Idee kommen, andere Ressorts dazu zu laden, weil sie sagt, wir vertreten die Gesamthaftigkeit. Was eher die Frage ist, muss Kulturpolitik sich immer selber verzwergen auf dem Bereich, der was damit zu tun hat, dass der Staat fördert? Oder muss Kulturpolitik nicht aus sich selbst heraus, und zwar wir stehen vor der Bundestagswahl, gerade mit Blick auf Bundespolitik, auch sowas wie Ordnungspolitik in den Blick nehmen und natürlich sich einmischen, wenn es um die Gestaltung sozialer Sicherungssysteme geht. Natürlich sich einmischen, wenn es auch um Marktrahmenbedingungen geht, die eine Auswirkung auf kultur- und kreativwirtschaftliche Erlösoptionen haben. Natürlich sich einmischen, wenn es um Rechtsfragen geht, wie im Urheberrecht und anderswo, die unmittelbar was zu tun haben mit der Frage, wie refinanziere ich denn mein Leben, sozusagen als jemand, der von Kunst und Kulturschaffen abhängig ist. Und ich glaube, da geht es eher darum, Kulturpolitik aus diesem von diesem kleinen Garteneckchen rauszuholen, wo man nur mit staatlicher Förderung Blumen begießen darf, die irgendwie die Gesellschaft als besonders schön identifiziert hat, sondern sich insgesamt darum zu kümmern, Kulturpolitik auch als Ordnungspolitik, auch als Wirtschaftspolitik zu begreifen und unter Umständen ein paar Zuständigkeiten in den Bereich der Kulturpolitik mit hineinzuholen, um das gesamthaft machen zu können und dann natürlich in den Clinch zu gehen mit den Ressorts, die zuständig sind. Das ist aber Usus. Aber das miteinander zu machen und nicht nur für jemanden, halte ich für den einzigen gangbaren Weg, wie man perspektivisch Kulturpolitik gestalten kann. Und dafür brauchen wir Austauschprozesse, in denen man sich abstimmt und gemeinsam das Sinnvolle identifiziert. Finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen. Zum einen, absolut, gebe ich Ihnen auch voll recht. Auf der anderen Seite finde ich aber, was Lena sagt, auch, dass man doch noch aus anderen Bereichen Politikerinnen dazu holt, glaube ich, schon auch einen sinnvollen Weg. Denn wenn es darum geht, auch in der Gesellschaft Silos aufzubrechen und das in allen Bereichen, dann ist ein Verständnis von einer Diversität, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, jeder bringt einen anderen Hintergrund auch mit, auch da einfach in meinen Augen essentiell, um nach vorne zu kommen. Teilweise auf jeden Fall. Also wenn Sie über eine Reform der sozialen Sicherungssysteme sprechen, brauchen Sie die Sozialpolitiker am Tisch. Definitiv. Aber ich würde trotzdem als Kulturpolitiker gerne daneben sitzen bleiben und das dann nicht sagen, so, dann geht jetzt mal ins andere Ressort und verhandelt das da. Das geht in der Regel schief, sondern das muss man dann gemeinsam organisieren. Genau. Wunderbar. Ich danke Ihnen beiden sehr. Wir sehen uns wieder in 2 Stunden zur Abschlussrunde. Ich freue mich. Wir machen an dieser Stelle ganz kurz 5 Minuten Pause. Jeder kann sich mal noch ein Getränk der Wahl holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.